Filme. Weiter, Szene 20, Take 2. Warte, du hast das. Kannst du dich mal. Helga, warum sehe ich nur so wenig? Ah, mach die eigentlich. Ah, ich bin jetzt hier was kaputt. Kann man näher ran? Wait. Ja, meins? Du hast die Kleidung noch vor deinem Haus gelegt, ne? Ja. So. Dankeschön. Also, aus für Adil. Wenn Stativ hochfilmen würden, hätte man das so ein bisschen die Menge von oben und sie rausgestochen. Und die rausgefahren. Gut, und dann gehen wir da rein und filmen dann noch ein paar Aufnahmen. Das finde ich super geil. Jetzt noch ein letztes Mal, hier müssen. Ich mache hier eine Montage-Szene. Ja genau, erzähl mal ein bisschen was. Wir drehen jetzt die Montage, wo Anna probiert, Konsti, also den Charakter Ben, abzulenken von seinen Trauern. Und ja, jetzt laufen wieder lang und albern rum und ich glaube, jetzt soll ich nicht mehr stehen bleiben. Anna! Konsti! Hör mich nicht. Hallo. Ja, die laufen jetzt nochmal weiter. Und irgendwann bleiben die mal stehen. Jetzt muss ich das erstmal finden. Jetzt passt in die Musik rein. Diese so, runter. Ja, ein bisschen schneller mit Schwenken. Bei diesem Schaufenster stehen, ne? Nee, bist du bei der. Ich bin beim Tee. Stopp, ich nehme das Licht, musst du doch filmen. Welches? Bist du da? Das ist da oben. Ich bin beim Tee. Ach, das. Da stell dich aber nicht scharf. Ja. Soll ich näher ran? Ja, wie kommst du das nicht? Es muss. Ey, Helge, wollen wir mal schnell die vom Kanzler fragen, ob wir da auch gleich dürfen? Nein, das wäre voll geil. Seid ihr verbindungsschwach? Aber es ist schon erstaunlich gefallen. Entspannt ist auch, dass man so eskalatorisch abends am 2 alle kennt, weil er den ganzen Tag kennt. Boah, das hat mich ja die eine Nacht angeheizt. Ich sag, Lars auf dem Backen hat mich, legt mich um 2 Uhr ins Bett. Wie lange sie gebraucht hat, das möchte ich schon zu erfahren. Oh, wunderschön.